Ja, in a nutshell, deswegen vielleicht auch nur Aufzählungen, sorry, das nicht so schön visualisiert, aber wir müssen uns auch anschauen, welche Rollen gibt es in einem Scrum-Team. Also wir hatten ja Product Owner, Scrum Master und Entwicklungsteam und ja, schlussendlich sind es die auch, aber wer ist wofür verantwortlich, wer hat welche Aufgaben? Und der Product Owner ist verantwortlich für den Projekterfolg, also der hat die Gesamtverantwortung. Er vertritt somit alle Stakeholder, also die Kunden, die Auftraggeber, die Geschäftsführung, alle, die am Projekt interessiert sind. Er macht auch die entsprechende Kommunikation und zwar im Sprint Review. Er macht natürlich auch, oder was heißt natürlich, er ist verantwortlich für die Qualität. Wer fürs Produkt verantwortlich ist, ist auch für die Qualität verantwortlich. Demnach, fürs Produkt verantwortlich heißt auch für die Vision, wo soll es hingehen, was macht der Markt, was wünschen die User. Ja? Der Fokus ist immer der User, der das Produkt benutzen muss. Und seine Aktivitäten, also meistens ist er zumindest kein Teil des Entwicklungsteams oder häufig, je nachdem, wie groß das Team ist. Und seine Hauptaktivität ist das Thema Product Backlog, ja? Anforderungen definieren, Anforderungen verwalten, Erstellen von User Stories, Prioritäten jonglieren, Termine und Prioritäten jonglieren und vor allem die ganzen Stakeholder und verschiedenen Interessen irgendwie auf einen Nenner zu bringen, damit wir am Ende auch irgendwas entwickeln können. Ja, Product Owner. Viele Organisationsthemen. Was macht der Scrum Master? Der Scrum Master ist verantwortlich für den Prozess. Und der Prozess heißt, er vertritt was? Er stellt sicher, dass die Meetings zum entsprechenden Zeitpunkt gemacht werden. Er ist sozusagen der Coach, der Berater, die Inspiration für die entsprechenden Mitarbeiter, also alle, die im Prozess drin sind, hauptsächlich das Entwicklungsteam. Inhaltlich ist er nicht involviert, also er sollte tunlichst vermeiden zu sagen, okay, dieses Feature ist gut, dieses ist blöd, sondern er soll das Team unterstützen, die Features und die Prozesse möglichst gut umzusetzen und vor allem, dass der Prozess reibungslos läuft, dieser Scrum-Prozess, dass die Leute die Hilfe bekommen, die sie brauchen, dass er merkt, wo vielleicht ja, Steine im Weg sind, wie sagt man so schön, Sand raus und Öl rein ins Getriebe. Das ist die Aufgabe des Scrum Masters. Er schirmt auch das Team vor äußeren Einflüssen ab, ja, vom 15. unnötigen Meeting, von der 16. Telefondurchläut-Aktion, solche Sachen. Macht unter Umständen auch Einzelcoachings oder Teamcoachings, also auch so organisatorisches Wellbeing-Thema sind Aufgaben des Scrum Masters. Aber auch wenn es darum geht, was wollen wir zukünftig machen und was brauchen wir davon? Welche Prozesse oder welche Tools wollen wir einsetzen und was brauchen wir, damit wir Tools einsetzen können? Solche organisatorischen Sachen macht der Scrum Master. Wenn es darum geht, dass wir bestimmte Sachen oder organisatorische, bürokratische Themen haben, die wir vielleicht abschaffen wollen, dann sieht sich der Scrum Master an, wie bekommen wir den Pferdefuß weg? Das Entwicklungsteam scheint sehr offensichtlich zu sein, aber wichtig, es versucht sich möglichst selbst zu organisieren. Ja, also möglichst ohne externe Führung auszukommen. Die committen sich selbst, ein Sprintziel zu erreichen und tun alles, um dies auch zu erreichen. Ja, also innerhalb des Sprints machen sich selbst. Meistens sind das so 3 bis 9 Mitarbeiter, aber unter Umständen multidisziplinär. Wie gesagt, schon Marketing kann dabei sein, natürlich auch irgendein DevOps, ja, wenn es um Build-Server geht und um Deployment-Prozesse geht. Automatismen in diesem Bereich kann auch einen Tick größer sein. Ist nicht so das Thema, aber Scrum-Teams sind im Allgemeinen keine 50, 60 Leute. Dann helfen Sie sich natürlich gegenseitig, das Sprintziel zu erreichen. Ja, Sie haben sich committed, Sie haben gesagt, jawohl, das machen wir, diese Ziele werden wir erreichen und wir sind dafür verantwortlich und wir geben uns die Blöße nicht zu versagen und deswegen helfen wir auch zusammen. Wichtig, es sollte zumindest so sein, es sollte über ungefähr 80% der Fähigkeiten für die Realisierung der Aufgaben besitzen. Man kann Ressourcen zukaufen, aber es wäre blöd, wenn zu wenig Know-how im Team ist. Dann ist der Scrum Master gefordert, dieses Know-how aufzubauen.
Das Team entscheidet auch im entsprechenden Meeting, wie viele Tasks vom Product Backlog in der Sprint Backlog übernommen werden, weil es verpflichtet sich ja, diese zu liefern. Also, wie gesagt, das Thema, wenn ich für etwas verantwortlich bin, muss ich es auch entscheiden können. Sonst ist es sehr demotivierend. Also, sie entscheiden, jawohl, das geht sich noch aus. Sie entscheiden das gemeinsam und ziehen einen gemeinsamen Strang, um das auch zu erreichen. Denn sie siegen und verlieren gemeinsam. Sie halten natürlich das Daily Scrum Meeting ab, auch wenn der Scrum Master verantwortlich ist. Sie sind natürlich dabei, sie sind ja die Hauptakteure, was da genau drin ist in diesem Meeting, im entsprechenden Meeting-Video. Und sie machen eine Präsentation plus Feedback im Sprint Review und machen natürlich an der Retrospektive, nehmen sie teil. Muss ja so sein, weil sie ja sagen können, wer im Prozess drin ist, kann am besten sagen, was ist gut und was ist schlecht. Also das nur ungefähr, sorry wegen den Haufen Aufzählungen und viel zu viel auf einem Bildschirm, schon klar. Aber das wäre sozusagen wirklich ein Überblick, was sind die Aufgaben von B und warum.